Hallo und herzlich willkommen. Als wir noch klein waren, hatten einige von uns das große Glück, einen Baumhaus im Garten zu haben. Das war dann dazu gut, Comicbücher zu lesen, die nervigen Geschwister fernzuhalten und für ganz wichtige Meetings. Erwachsene dagegen nutzen es zum Entspannen oder als luxuriösen Rückzugsort. Baumhäuser können wirklich gemütlicher sein, als man denkt. Hier sind ein paar der heftigsten Luxusbaumhäuser der Welt. Los geht's! Kemala. Tief versteckt in einem Dschungel in Thailand gibt es das Ferienlager Kemala Resort mit unglaublichen Luxusbaumhäusern und atemberaubenden Ausblicken. Jedes der Zimmer dort ist auf Grundlage eines der vier ursprünglichen Stämme Phukets designt. Die geräumigen Villas beinhalten Pools, Riesenschlafzimmer und einen großen Lounge- und Dinnerbereich. Die Betten und Liegen sehen aus wie Kokons, sodass man sich vorstellen kann, in einem Vogelnest hoch in den Bäumen zu chillen. Naja, in einem ziemlich teuren Vogelnest besser gesagt. Mit dem Ausblick über den Regenwald kann man hier bestimmt entspannen und danach in der Wasserfalldusche abkühlen oder die Aussicht aus der Badewanne aus weiter genießen. Das siebte Zimmer. Der Norden Schwedens ist definitiv ein Ort, den man besuchen sollte, wenn man sich für krasse Baumhäuser interessiert. Passend zum Geschmack kann man sich hier für die Raumschiff-Variante, einem komplett aus Spiegeln oder das luxuriöse siebte Zimmer entscheiden. Es war das siebte Baumhaus, das gebaut wurde, daher der Name. Und hier wurde sicherlich nicht gespart. Stellt man sich darunter und schaut hoch, könnte man es glatt übersehen. Denn an der Unterseite ist ein Bild der Baumkronen in Originalgröße angebracht. Ungefähr 10 Meter muss man Treppen in die Höhe steigen, um hineinzukommen. Dann kann man die atemberaubende Aussicht aus den riesen Panoramafenstern auf den Fluss Lul genießen. Zwischen den Räumen gibt es ein Netz, auf das man sich legen kann und gemütlich den Ausblick nach unten oder die Polarlichter im Himmel genießen kann. Tongabesi. Dieser Zufluchtsort liegt am Ufer des Sambesi-Flusses, etwas flussaufwärts der majestätischen Viktoriafälle im Süden Afrikas. Mit Romantik im Hinterkopf wurde es gebaut und es ist definitiv gelungen. Um in das Baumhaus hineinzugelangen, muss man zunächst einen versteckten Weg, die an einer Felswand vorbeiführt, überqueren. Dort gibt es dann dafür das Baumhaus mit einem aus Basaltstein gefertigten Bett. Durch das Wohnzimmer ragen drei große Baumstämme, die das Feeling in der Natur zu sein erhöhen. Vom Kieferndeck aus hat man die fantastische Aussicht auf den Sambesi-Fluss. Die vordere Seite des Hauses ist komplett offen und man ist umgeben vom Naturwald. Auch die Inneneinrichtung bietet mit den Holzmöbeln, persischen Teppichen und afrikanischen Kunstwerken den Mix aus Luxus, Gemütlichkeit und der Natur. Tranquil Resort. Wenn ihr nicht weit weg von eurem täglichen Glas Kaffee verreisen wollt, dann ist der Tranquil Resort in Indien perfekt für euch geeignet. Es liegt auf einer riesigen privaten Kaffee- und Gewürzplantage und bietet alles, was man für einen entspannten Rückzug benötigt. Dazu gehören zwei Baumhäuser, die auf sogenannten Flammenbäumen liegen und einen faszinierenden Blick über die Kaffeeplantage gewähren. Das Innere hat ein rustikales Design, ist aber an Luxus und Komfort schwer zu überbieten. Man kann es sich hier auf dem privaten Balkon oder dem King-Size-Bett gut gehen lassen und fühlt sich mit dem Baumstamm direkt am Fenster als Teil des Dschungels. 127 verschiedene Vogelarten gibt es in dieser Region, welche ihr versuchen könnt zu zählen. Oder man genießt einfach das Zwitschern und die Lieder am Morgen. Nicht wirklich luxuriös, aber sehenswert ist auf jeden Fall das Ministers Baumhaus. Es ist das größte der Welt und liegt in Crossville in Tennessee. Tja, da erscheint das eigene Baumhaus von damals einfach nur noch mickrig. Welches dieser Baumhäuser würdet ihr am liebsten besuchen? Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und schaut gerne rein in diese weiteren Videos von Ach so okay.